Wenn mir einer sagt, dass er weniger Chancen hat, weil er einen Migrationshintergrund hat, wenn er aus einer sozial schwachen Familie kommt, würde ich zunächst erstmal Verständnis aufbringen und sagen, Junge oder Mädel, ich weiß genau, was du meinst. Das sind Dinge, die es leider heutzutage gibt, die sind real. Aber ich würde auch in gleichem Atemzug sagen, du bist deswegen nicht weniger wert. Und es lohnt sich immer. Ich glaube auf jeden Fall, dass es schwieriger wird in unserer Gesellschaft, den Anschluss zu halten. Und dass es ganz wichtig ist, dass man diese Gelegenheiten erkennt, wenn einem jemand die Hand reicht. Das heißt, wenn man eine Chance bekommt, sollte man die auch ergreifen. Ausdauer ist wichtig, so ein gewisses Durchhaltevermögen. Beruflicher Erfolg, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert manchmal auch Jahre. Und da einfach dran zu bleiben und sich zu sagen, mein Gott, irgendwann schaffe ich das. Das gehört dazu und das sollte man sich aneignen. Daran sollte man festhalten. Da müssen wir uns eigentlich alle an die eigene Nase fassen, wenn wir jemanden sehen, der vielleicht irgendwo am Boden ist, diesen Menschen zu motivieren und ihm etwas zu bieten, eine Chance zu bieten, dass er weitergeht, dass er aufsteht und dass er weitermacht und vielleicht später mal erfolgreich wird. Geh es an, es ist dein Leben. Mach was aus dir. Es sind 1000 und deine Chance.